Champagner. Nobel, Nobel. Ich glaube, das ist der gleiche wie Silvester. Haben wir schon wieder Silvester? Nee, aber der hat ja nicht geschmeckt. Ich weiß es nicht. Ach, das war der saure Fritz. Naja, schauen wir mal. Den sehen wir schon. So, schön durch die Decke, durchs Dach, durchs Fenster, zack. Das wär's dann, ja. Na, aber bedenken. Na ja, dann Prost. Das war der Ansprache, ehrlich. Ist unbildlich. Ah. Bis gleich. So, dann stoßen wir auf den Geburtstag an. Die Zahl lassen wir jetzt einfach mal weg. Aber es geht schon auf die 60 zu. Also ein paar Jahre noch. Mein Gnadenbrot kriege ich jetzt. Ja. Feier. Bergfest bei der 50 ist gefeiert. Ja, es geht bergab. Das stimmt. Ah ja. Auf die Gesundheit. Auf das Leben. Das ist ein anderer. Das ist ein anderer? Mhm. Nicht so sauber. Herzlich willkommen, liebe Videofreunde. Ja, nicht? Ja, Geburtstag zu Corona-Zeiten, da bleibt einem ja nicht viel übrig im Moment. Machen wir die Lampen hier an, so, damit wir noch ein bisschen schön beleuchtet sind. Bleibt einem ja nicht viel übrig und da habe ich zu Michael gesagt, ich wünsche mir zum Geburtstag, dass man mein Geburtstagsessen Abend im Wohnmobil und überhaupt den Abend im Wohnmobil verbringt. Wenn wir schon nicht wegfahren können, dann wenigstens das Gefühl. Das Gefühl, im Wohnmobil zu sein. Und dann haben wir gedacht, wir plaudern einfach mit euch ein bisschen, obwohl ihr uns ja nicht antworten könnt. Aber wir lassen das einfach mal heute so laufen, ohne Konzept, ohne alles. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ja, so haben wir uns das vorgestellt. Ach. Nochmal Stößchen. Ja, machen noch ein paar Mal Stößchen. Hopp. Machen noch ein paar Mal Stößchen. Und das war zu groß, der Schluck. Ach was. Oh. Ja, alles. Wir hatten ja heute geplant, eigentlich wollten wir heute ein schönes Rinderfilet machen mit einer Rotwein-Schalottensoße und Kartoffelstampf dazu. Aber. Es gab ja nichts. Es gab nichts. Es gab kein Rinderfilet. Gibt's Tiefkühlpizza. Ja. Und dann wollte ich ein bisschen schön die Soße hier im Wohnmobil köcheln und Michael hätte das Rinderfilet schön vorbereiten können und den Kartoffelstampf wollte ich heute Nachmittag schon schön machen, aber wie gesagt, es gab kein Rinderfilet, also gibt es was anderes, sind wir umgeschwenkt auf, was gibt es Feines? Roastbeef. Roastbeef mit Pommes und Garnelen, also ein ja. Surf and Turf sozusagen, ohne so. Salat. Den falschen Salat hat er auch noch mitgebracht. Salat ist nichts falsch. Ja, für mich Feldsalat vertrage ich nicht so gut. Habe ich mal schlechte Erfahrungen gemacht, geht nicht. Kann ich abends nicht mehr essen. Also haben wir ein bisschen improvisiert. Das Essen brutzelt drin schon ein bisschen vor sich hin. Und wir haben gedacht, wir trinken jetzt ein Gläschen Champagner auf die Feier des Tages. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ja. Wir hoffen, es geht euch allen gut. Wir vermissen euch. Also ich finde das eigentlich irgendwie richtig schrecklich im Moment, die Zeit. Ich vermisse euch irgendwie und den Austausch und die Reisen. Und es gibt ja ein paar YouTuber, die noch reisen, aber nicht allzu viele im Moment. Kai hat halt das Glück, der ist vor Ort und kann ja regelmäßig irgendwo auf irgendeinen Stellplatz fahren. Der hat es halt gut, aber so für uns hier ist das halt schwierig.
Ja, also müssen wir hier zu Hause bleiben und müssen warten und der Dinge verharren, die da kommen oder auch nicht kommen. Ist ja alles ein bisschen aussichtslos im Moment so. Man weiß gar nicht, was so kommt. Durch die blöden Mutationen auch noch dazu jetzt. Da müssen wir mal abwarten. Mal. Also ich sehne mich jetzt zwar nach diesem schönen Winter. Die Wintertage, die wir jetzt hatten, die waren ja echt traumhaft gewesen. Also so ein Schnee, so was Schönes habe ich ja lange nicht erlebt. Wenn es auch mich viel Arbeit gekostet hat, weil der Herr des Hauses natürlich wieder mal auswärts war und ich alles alleine machen durfte. Einfahrt, Garagen, alles musste ich schippen. Aber trotzdem war es schön. Es war schön anzusehen. Ach, es war einfach irgendwie, es hat auch gut getan in dieser Zeit, jetzt wenn man draußen spazieren gegangen ist. Es hat einfach mal gut getan. Also ich fand es schön. Aber jetzt freue ich mich irgendwie auf den Frühling. Ich kann es irgendwie überhaupt nicht mehr erwarten, weil ich sitze jetzt seit 5 Monaten in diesem Haus und komme nur zum Einkaufen raus. Ich freue mich jetzt auf den Frühling, dass ich mit meiner Mama mal noch ein bisschen spazieren gehen kann mit dem Rollstuhl und Hund dran gemacht. Und dann können wir wenigstens ein bisschen an eine frische Luft raus und mal was anderes sehen. Auch für meine Mutter, die sieht ja gar nichts außer mich sozusagen. Es wird auch mal Zeit, dass da ein bisschen Abwechslung wieder reinkommt. Aber unser Pflegedienst, den wir haben, der hat noch Corona-Fälle, auch bei den Mitarbeitern. Und deswegen mache ich das noch nicht. Und jetzt wird es aber langsam Zeit. Ich möchte mal raus irgendwie ein bisschen. Und wenn es spazieren gehen ist, also ich kriege bald in einer Klatsche. Ich habe letzte Woche richtig Depressionen gehabt. Also ich will einfach mal, ich halte das bald nicht mehr aus. Ich muss mal irgendwie was anderes sehen. Ich wollte mal fragen, ob euch das auch so geht oder... Naja gut, viele sind vielleicht auch berufstätig, die haben ein bisschen Abwechslung und Kontakt, aber man hat so im Moment gar keinen Kontakt. Und so Physiotherapeuten von meiner Mama, die hat gesagt, die Leute, sowas haben sie noch nie erlebt, die rennen denen die Bude ein. Das ist verrückt, die sind ausgebucht bis... Von früh bis Abend durchweg ausgebucht. Die Leute sind einfach froh, dass sie rauskommen. Ja. Und ein bisschen Gespräch haben, ein bisschen Fürsorge dann auch haben und Abwechslung haben. Die hat gesagt, so ausgebucht waren die noch nie, wie sie jetzt sind. Ja. Ja. Und wir hoffen mal, dass wir bald auch mal in freier Natur mit dem Wohnmobil wieder stehen, nicht vorm Haus. Darauf muss ich gleich mal jetzt trinken. Da fällt mir gerade an, ich habe geguckt, dass mit der Batterie ist alles gut. Ach. Geladen alles. Gibt's doch nicht. Ja. Und wisst ihr, was passiert ist? Das kannst du jetzt mal erzählen. Ja, ich habe das Auto ja zu Fiat gebracht, wegen dem Problem mit der Starterbatterie, dass sie sich permanent entladen hat und auch nicht, dann nicht wieder geladen, sondern stundenlang und wurde einfach nicht voll. Ja, die haben die ausgebaut, an den Tester gehängt, da 2 Stunden lang und nichts gefunden. Bauen das Teil wieder ein. Und seitdem geht alles. Die lädt einwandfrei. Ich habe jetzt nämlich gerade mal geguckt, die war jetzt, das Auto steht jetzt schon wieder fast 3 Wochen. Hängt zwar am Landstrom, aber die hat ja trotzdem nicht geladen in der Zeit vorher. Und jetzt ist sie voll anschlaggrün. Da muss irgendwas mit dem Ladekabel nicht gestimmt haben an der Batterie, dass die nicht geladen haben. Irgendein Kontakt oder so? Ja, einen scheiß Kontakt gehabt, ging nicht. Und jetzt ist alles gut. Wahrscheinlich war der Anschluss vielleicht locker oder was. Und hier und da hat es mal einen Kontakt gegeben. Wir wollten es gar nicht glauben, wo wir hingefahren sind. Und der hat gesagt, das ist alles in Ordnung, bestens. Und das gibt es doch gar nicht. Weil wir standen dann auch ein bisschen da, wie als ob wir ein bisschen doof sind. Ne? Ja. Also ich dachte, es ist alles okay. Gut, dann hat Michael gesagt, er probiert das jetzt aus. Ja, wir haben gar nicht mehr, stimmt, wir haben auch nicht mehr darüber gesprochen. Nee, er hatte mir ja auch vorher gesagt, dass bei dieser Start-Stop-Automatik, wenn die Spannung in der Starterbatterie zu niedrig ist, schaltet die von alleine ab, wo ich hier losgefahren bin, zu dem Händler. Erste Ampel, ich natürlich vergessen, das Ding auszuschalten, bleibe stehen, denke, um Gottes Willen. Aber der lief einfach weiter, weil die Spannung war schon so niedrig in der Starterbatterie, dass das System abgeschaltet war. Und das habe ich ihm dann auch erklärt, sage ich, seit 3 Wochen hängt das Auto am Landstrom und die Batterie lädt einfach nicht. Und ja, nee, gut, wir gucken, ja, nichts gefunden. Doch, warte. Ja, ich habe noch da gestanden und gesagt, das gibt's nicht, das kann nicht sein. Ne? Muss ein schlechter Kontakt von dem Ladekabel an der Batterie gewesen sein. All die Weile, wie gesagt, jetzt ist alles gut. Ich habe geguckt, das Auto, wie gesagt, steht jetzt schon wieder fast 3 Wochen, aber die Batterie ist voll anschlaggrün. Alles wunderbar. Jetzt haben wir alles gemacht, ne?
Nee, bis der Boden. Auf der Boden, ja, bis auf den Boden. Boden. Ja. Gut, das eilt jetzt nicht, aber das müssen wir halt auch, müssen wir anständig machen. Ja. Ja, also normal wären wir ja jetzt in Norwegen. Geplant hatten wir ja endlich jetzt Ende Februar loszufahren nach Norwegen, aber ich komme nur gerade drauf wegen der Batterie, weil da hätten wir es ja dringend gebraucht. Ja. Aber jetzt machen wir es auch so, jetzt rüsten wir erstmal, glaube ich, batteriemäßig auf, bevor wir dann mal irgendwo wirklich in den Winter fahren. Also in den richtigen Winter. Ich meine, da ist es ja wirklich immer so wie hier jetzt. Ne? Und da muss man schon das Auto auch irgendwie, dass man vielleicht eine Ausweichbatterie auch hat oder so. Ne? Dass man nicht auf eine Batterie angewiesen ist. Ja, wo willst du noch eine Batterie hinbauen? Weiß ich nicht, da haben doch auch mal mehrere, haben doch dann zwei Lithium drin oder so. Da wird schon jetzt auch mal vom Gewicht, wir sind schon am Maximum. Ich denke, Lithium ist leichter als... Ja, ist noch leichter. Die hat ja auch eine höhere Kapazität. Wesentlich höher und vor allen Dingen kannst du die runterladen oder entladen bis... Fast kurz vor Schluss. Ja. Also du hast schon fast die ganze Kapazität von der Batterie, das reicht dann schon. Aber auf jeden Fall, also so eine Batterie wäre schon gut. Wir fahren ja auch immer und das reicht dann schon mal für eine Nacht, also das ist kein Problem. Ja, man hat nicht immer dann im Winter da oben Stellplatz, da gibt es nicht allzu viel. Ja, aber wir fahren ja jeden Tag. Im Übrigen, wenn einer von euch da auch schon Erfahrungen hat, also würde mich jetzt einfach mal so interessieren, wir würden ja auch gerne mal im Winter auf die Lofoten fahren. Das sind einfach nur jetzt so Hirngespinste, die wir halt natürlich im Moment haben, was die nächsten Jahre dann auch betrifft. Ne? Da habe ich gelesen, dass ab Svolvær gibt es keine Campingplätze mehr. Ja, keine Stellplätze mehr. Nur bis Svolvær. Svolvær ist so die Mitte ungefähr. Und wenn ihr da irgendwelche Erfahrungen schon mal gemacht habt, oben auf den Lofoten im Winter, ob doch vielleicht irgendwo ein Stellplatz offen hat oder so, dann könnt ihr uns das gerne mal unten in den Kommentaren schreiben. Das würde uns mal interessieren. Ja, wird sich nicht lohnen für die drei Leute, die da kommen. Na, mittlerweile ist das ja doch schon ziemlich populärer auch geworden, mal im Winter hinzufahren, alleine wegen den Polarlichtern. Das ist einfach nur mal eine Frage. Vielleicht war ja jemand schon mal da, wenn ich da nicht, ist auch in Ordnung. Ja. Schauen wir mal, wann wir irgendwann mal dahin kommen. Schade. Habe ich mich so gefreut gehabt drauf. Es wäre jetzt auch gerade gegangen, halt, muss ja auch immer die private Situation mit meiner Mutter abchecken. Und das ist immer, also das wird ja nicht besser, im Gegenteil. Also es muss man überhaupt mal gucken, was wir dieses Jahr planen können und also beziehungsweise machen können. Planen können wir gar nichts, aber. Was wir machen können. Es wird ja nicht besser, die Situation wird immer schwieriger und also ich würde es mir zumuten oder hätte ihr es zugemutet, jetzt nochmal mit Dorota alleine zu bleiben. Ne? Ja, muss man auch sehen, was die Pflegerin sagt, ob sie das macht. Ja. Ja, letztes Jahr war der Zustand noch etwas besser als dieses Jahr. Dieses Jahr ist natürlich schon wieder deutlich schlechter als letztes Jahr. Auch von der Mobilität her wird es schlechter. Und da ist eigentlich gar nichts mehr da und von daher muss man auch sehen, ob man, ne, ob sie das weiter schafft, aber das macht sie schon. In Verbindung dann, wenn hoffentlich mal ein Pflegedienst kommt, wäre das halt schön. Und das Problem ist halt eben, dass ich meine Mutter ja auch nicht impfen lassen kann, weil sie einfach zu krank ist. Ich möchte sie, also das möchte ich ihr einfach nicht antun, da habe ich Angst, dass ihr was passiert. Wir werden uns impfen lassen, wenn wir dran sind, ne. Klar. Und aber der Pflegedienst, also da, die wollen sich halt eben ein großer Teil auch nicht impfen lassen. Das ärgert mich ein bisschen. Ich meine, es ist zwar noch nicht raus, ob man dadurch nicht trotzdem ansteckend sein kann, aber es ist ja einfach in der Folge der Anzahl von Corona-Fällen nimmt es ja dann trotzdem ab. Und je weniger Corona-Fälle es gibt, desto weniger Ansteckungsmöglichkeiten sind halt da. Ich finde es trotzdem wichtig, das Impfen, auch wenn man das nicht, noch nicht raus hat, ob man trotzdem Überträger sein kann, oder? Ja, klar. Was sagst du? Ich will mich ja nicht anstecken. Ja. Deswegen lasse ich mich impfen. Naja, das gut, bei uns geht es halt darum auch, dass man halt die Mutti dadurch eigentlich nicht schützen kann. Auch wenn wir geimpft sind, wir müssen trotzdem die ganzen... Laut dem, die haben Untersuchungen gemacht,
bei zwei Impfstoffen ist es, glaube ich, so, dass mehr oder weniger nichts mehr, dass du nicht mehr ansteckend bist dann. Ne? Bei dem einen von aus Oxford und ich glaube auch bei dem BioNTech. Also ich will sowieso nur das haben von BioNTech. Ich lasse mir nur das spritzen. Also Russen und Chinesen nein, beim Rest lasse ich mir nicht. Nee, ich will das, ich habe da jetzt bis jetzt mehrere gute Erfahrungen gehört und das würde ich gerne haben. Und irgendwann ist genug Impfstoff da, dass man sich das wahrscheinlich doch ein bisschen aussuchen kann. Ist ja auch vielleicht mein gutes Recht. Wirst du eh jedes Jahr dann wieder machen müssen, wie die Grippeschutzimpfung. Wirst du jedes Jahr, wirst du das wieder neu machen müssen. Und dann ist das halt so. Ja, dass das so kommt, mal so lang anhaltend und eigentlich auch nicht richtig besser wird, ey, das weiß ich auch nicht. Also, das ist nicht einfach alles. Aber wir möchten gleich dazu sagen, keine großartigen Diskussionen bitte über, ne, was Corona bedeutet und was nicht. Und also die Kommentare brauchen wir nicht. Also die fliegen raus. Also wir äußern uns einfach unsere Gedanken jetzt, die wir darüber haben, möchten aber damit keine Diskussion anregen. Jeder hat seine Gedanken und das Recht auf seine Gedanken, wie er damit umgeht. Wir möchten da aber keine Diskussion großartig anregen, weil das führt zu gar nichts. Und so ein Kanal wollen wir auch nicht sein, wo wir eine Plattform für sowas bieten halt. Ne? Also nur mal kurz nebenbei erwähnt. Ja, jetzt kriege ich langsam Hunger und dann werden wir mal ein bisschen was zu uns nehmen. Ja, müssen wir jetzt noch ein bisschen nicht. Ein bisschen was vorbereiten und dann sind wir gleich wieder da. Ne? Und dann gibt's Hawaii Toast. Das hätte ich auch gegessen. Das sagst du mir jetzt. Ach, das wäre nicht ganz eine schlechte Idee gewesen. Super. Hunger! Na, dann schauen wir mal. Nee, mach mal weiter erstmal. Oh, noch. Guten Appetit. Piep, 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 guten Appetit. Wir haben uns alle lieb. Mmh. Der ist gut. So, jetzt lassen wir uns mal schmecken. Bevor es ganz kalt ist. Ist schon kalt? Mmh. Mmh. Es hat gemundet, das Essen. War lecker. Ja. War schnell kalt leider. Das ist halt so beim Roastbeef. Naja, weil wir die Teller nicht angewärmt hatten. Aber selbst wenn wir die Teller angewärmt hätten, wäre es auch schnell ausgekühlt. Aber war sehr, sehr gut. Hat gut geschmeckt. Ja. Dafür, dass es kein Filet war. Ja, nee, war okay. War gut. Also konnte ich essen. Was ich nicht mag, ist ein Fleisch so zäh ist oder irgendwie so in diese Richtung geht. Oh, da muss ich sofort aufhören, das geht nicht. Nee, es war gut, es war okay. Jetzt trinken wir noch unser edles Tröpfchen. Wie heißt das? Châteauneuf du Pape. Aha, so heißt das. Den gibt es ab und an mal, gibt es den mal im Aldi. Also hin und wieder gibt es den mal im Aldi. Also wir haben ihn jetzt leider nicht aus dem Aldi. Aber den gibt es hin und wieder mal, den Châteauneuf du Pape im Aldi für 10 Euro. Der schmeckt wirklich gut. Wirklich ein feiner Wein ist das. Ja. Lecker. Jetzt wollte ich irgendwas noch sagen, aber ich weiß nicht mehr was. Ja, unsere erste Tour, die wir eigentlich fest geplant haben dieses Jahr, ist im April. Da müssen wir aber hoch in die Ferienwohnung, weil wir müssen auch mal gucken, ob alles in Ordnung ist. Und wir waren jetzt ewig nicht da gewesen. Und da werden wir aber auch mit Peppino fahren und werden dann auf dem Rückweg eine Zwischenstation machen, vielleicht an der Müritz oder so, ne? Kommt davon. Müssen wir gucken. Also wir haben ja, genau. Müssen wir gucken, was bis dahin ist. Das ist Anfang April. Schauen wir mal, was bis dahin ist. Pläne im Moment sind morgen sehr schwierig. Ja, es ist wirklich schwierig. Aber man muss ja auch irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich brauche immer so
Bin ich eigentlich ordentlich um Mund? Um Mund geht's. Ach so, okay. Ich brauche immer so Ziele. So, ich muss so, wenn ich keine Ziele habe, dann weiß ich nicht, dann fehlt mir irgendeine Perspektive. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass einige sagen, wir brauchen einen festen Plan, auch was jetzt diese Zeit betrifft, die Pandemie. Weil ich glaube, es geht vielen Menschen so wie mir auch. Wenn man ein Ziel hat, dann hält man sich an gewisse Dinge, weil man ja das Ziel erreichen will. Und ich könnte mir vorstellen, dass das echt besser funktioniert, als immer nur andauernd irgendwelche wechselhaften Geschichten. So, jetzt machst du dein Ziel. Und dann dreht sich das komische Virus um und macht eine neue Mutation. Das ist klar. Das ist klar, dass man im Moment, also man muss das so erwähnen, dass es immer Änderungen geben kann. Aber trotzdem, glaube ich, hilft es den Menschen, wenn sie ein Ziel haben. Also mir persönlich geht es auch so, wenn ich jetzt weiß, also ich muss mir jetzt vornehmen, zum Beispiel, dass wir Mai, Anfang Juni, ob das jetzt klappt durch Corona oder durch meine Mama, egal. Aber dass ich sowas im Kopf habe, darauf arbeite ich hin. Und dann gelingt mir irgendwie alles etwas leichter und besser. Und ich glaube, das geht vielen anderen Menschen auch so. Und irgendeine Perspektive braucht der Mensch. Weil so ins Nichts laufen, das geht auch nicht. Und das schafft, glaube ich, viele im Moment. Und unter anderem mich auch. Also mich auch, was das Thema betrifft, aber auch was Reisen betrifft. Dass wir uns gar nicht irgendwie so... dass man gar nichts planen kann oder ein Ziel hat, wo wir hinfahren können oder so. Im Übrigen haben wir gestern eine sehr gute Reportage gesehen und da habe ich gesagt, das wäre auch mal eine richtig schöne Tour, wenn wir mal Zeit haben, wenn man nicht mehr arbeiten muss und wir alles irgendwie so haben, dass wir wegfahren können, ohne irgendwo nach Hause zu müssen, sagen wir mal so. Wie hieß der See? Was haben wir gestern gesehen? Der Lagoda-See. Lagoda-See? Bei St. Petersburg. Ja. Und der ist ja auch zum Grenzsee an der finnischen Grenze. Genau. Und da haben wir so gesagt, wenn man da mal langfahren würde, diesen See, ah, das war toll, oder? Auch ja. Diese ganzen Gebäude und die Kirchen dort und alles, ja. Ne? Und also das würde mich total reizen, da mal hinzufahren. Und da kann man über Finnland dann zurück fahren und dann von Finnland nach Schweden rüber, von Schweden nach Norwegen und dann wieder zurück. Das wäre mal so eine Tour, wo ich sagen würde, könnte ich mir gut vorstellen. Was ich einfach. Ja, da du ja aus der DDR kommst, kannst du ja Russisch, ist das ja alles kein Problem. Russisch, ja. Ich kann auch, ja, Menja, Savut, Claudia, ja, Jivu, da Ulice, sowieso. Das heißt, ich wohne da und da. Ne, Menjasa Wut, Claudia, so heißt es. Ja, Jivu, da Ulice. Und dann einzelne Wörter, so kriege ich noch zusammen. Aber sagen wir mal so, ich würde mir jetzt mal so eine App runterladen mit Russisch und würde dann ein bisschen dran arbeiten, da würde mir schon noch das eine oder andere einfallen, glaube ich. Ansonsten weiß ich nicht mehr allzu viel. Druzhba, Freundschaft. Wir mussten uns immer morgens im Russischunterricht, mussten mal stramm stehen und dann wurde erstmal Druzhba gesagt und dann Sadidjes, Pajaliste. Setzen bitte. Was ist das? Geht doch. So fängt der Russischunterricht an. Da werden wir jeden Tag schön setzen, bitte machen und dann ist gut. Ja, aber ich würde auch gerne wirklich mal dort nach Russland, also dort in die Region fahren. Also das hat uns gefallen, ne? Ja, das war toll. Ja, also das muss gucken. Echt schön sein, ja. Also, würde mich schon mal interessieren. Ja, also es wäre mal so eine Tour. Und die müsste man halt vielleicht mal. Also schön finde ich das zum Beispiel auch, wenn man das mit mehreren Leuten machen würde. Also mit mehreren Autos. Wo man sich irgendwo dann vielleicht abends trifft und wo jeder so tagesmäßig sein eigenes Ding irgendwo macht und abends trifft man sich auf irgendeinen Platz oder Ort, den man vorher irgendwo organisiert und dass man so auch die
ja, die Erfahrungen, die man an dem Tag irgendwo sammelt und sieht, mit jemandem teilen kann und vor allen Dingen auch in der Region nicht so ganz alleine ist irgendwo. Sondern wenn irgendwas passiert, dann ist immer noch jemand mit dabei und hilft dir und so weiter. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, mal so eine Tour zu machen mit Leuten, die auch Interesse haben an sowas. Ja. Ich finde es sowieso schöner eigentlich, wenn man in einer Gemeinschaft vielleicht mal reisen würde und nicht immer nur zu zweit. Oder? Also ich würde das gerne mal machen. Ich würde gerne mal probieren, so mit einer kleinen Truppe zu reisen. Ja, sicher. Wo man sich auch gut versteht, wo man irgendwo abends dann gemeinsam kocht oder grillt oder wie auch immer. Und doch, das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Ja, schauen wir mal, was die Zeit uns bringt. Im Moment ist es auch eine ruhige Zeit. Ja. Müssen wir durch. Ja, doch, unterhalten kann man sich schon drüber. Ja, aber man braucht da nicht groß zu planen. Also, du weißt nicht, wenn du planst, bumm, dreht sich das Virus ja um und sagt, hier habe ich euch wieder. Steckt mich beim Ärmel, genau. Das ist schlauer als wir. Das ist nicht schlau, aber naja. Vielleicht müssen wir irgendwann einfach anfangen, damit mit dem Ding zu leben. Ja, aber da brauchen wir bestimmte Voraussetzungen dafür. Ja, wir können nicht in aller Ewigkeit. Ja, aber ich meine nur, man braucht für das, ich bin ja auch dafür, dass man mit diesem, weil es wird sich nicht ändern. Es ist da. Wir können es nicht mehr wegkriegen, werden wir es nicht hundertprozentig können. Wir werden immer damit irgendwo leben müssen. Kriegst du nicht weg, ne. Es geht nur darum, die Voraussetzung, was ich damit meine, ist, dass man ein gewisses Verständnis dafür hat und Einsicht und sich auch an gewisse Dinge hält, miteinander arbeitet und dann kann das auch funktionieren mit einem gewissen System. Aber du kannst ja nicht den Rest vom Leben keine Veranstaltung mehr, dich nirgendwo mehr treffen, permanent mit der Maske rumrennen. Was weiß ich, was ist denn das für ein Leben? Ne, wieso? Du kannst das doch mit Tests hinkriegen. Du kannst es mit Schnelltests hinkriegen, dass wenn ein Konzert ist, ein großes, dann macht man vorher Schnelltests. Da wird sich auch eine Entwicklung bilden oder eine Entwicklung stattfinden, dass man die Dinger zu Hause machen kann oder kurz direkt sogar davor, vor dem Konzert und dann dann kann man da rein oder dann muss man halt eine Stunde oder zwei Stunden vorher da sein und jeder kriegt so ein Ding in der Hand gedrückt. Man kann sich das irgendwo abholen, dann macht man das, dann zeigt man das Ergebnis oder hat es selber, wie auch immer, zeigt das Ergebnis mit dem Datum und so weiter und dann kann man da rein, fertig, aus. Und dann kommt ja noch dazu, wer geimpft ist, hat einen Vorteil. Was heißt ein Vorteil? Er hat den Vorteil, dass er sich nicht anstecken kann. Ja. Den hat er und fertig, aus. So. Und wenn man das hat, und da ist auch nichts dagegen zu sagen, Konzerte wieder zu besuchen, es wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren nichts mehr so sein, wie es war. Aber ich glaube auch einfach, dass der Mensch immer dazu geneigt ist, irgendwo erstmal, weil es ist was Neues, was anderes, darauf müssen sich die Menschen erst einstellen, müssen auch damit lernen, erst umzugehen, sind vielleicht erstmal negativ. Aber ich glaube einfach, dass wenn man das in einer längeren Zeit irgendwo so wie jetzt, dass nichts mehr stattfindet und so, dass der Mensch irgendwann kapiert, okay, das muss ich einfach machen, um daran teilzunehmen und dass es immer weniger Kontraleute geben wird vielleicht. Und dann wird es einfacher. Oder dass die halt eben die Genüsse haben, die damit einverstanden sind. Wenn man sich gegenseitig schützt, ist doch nichts dagegen zu sagen. Nee, es gibt nicht ganz viele Möglichkeiten, wie man das handeln kann. Es geht. Und das wird auch wahrscheinlich nicht mehr so sein, dass man irgendwo, ja, weiß ich nicht, also ein- und ausreisen kann in Länder. Ich denke, das wird auch irgendwo komplizierter werden, weil du wirst wahrscheinlich, auch vielleicht, sei es auf Campingplätzen etc., irgendwann vielleicht einen Impfausweis vorlegen müssen. Anders werden sie es nicht handeln können. Hast du einen Ausbruch? Hat irgendein Campingplatzbesitzer einen Ausbruch? Steht er doof da? Aber so locker, wie es gewesen ist, ich glaube, so wird es die nächsten Jahre nicht mehr sein. Wahrscheinlich nicht, nee. Wir müssen uns einfach dran gewöhnen. Es ist halt einfach eine Umstellung, die da stattfindet. Irgend
irgendwie erwischt man sich dabei, dass man immer wieder auf dieses Thema zurückkommt. Ne? Ja, da kannst du ja jeden Sender anmachen, kannst jede Zeitung, über alles Corona. Ja, aber es ist ja auch normal letztendlich irgendwo, weil es ist halt einfach im Moment eine schwere Zeit. Es ist schwierig. Es gibt zwar natürlich auch noch ganz viele andere Themen auf der Welt, die dabei vielleicht vergessen werden, aber es betrifft uns nun mal alle halt eben. Ne? Es ist halt schwierig. Ja. Also, jetzt hören wir aber damit auf. Irgendwo muss man ja auch mal wieder von was Schönem erzählen oder träumen. Und ich hoffe, dass wir dieses Jahr trotzdem noch irgendwo einen schönen Urlaub machen können oder ein, zwei schöne Urlaube machen können. Ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr, habe ich euch ja beim letzten Video schon erzählt, mal alleine zu fahren, das auszuprobieren. Und da habe ich mir vorgenommen, dass ich auf jeden Fall zu meiner Freundin mal fahren will, nach Hessen. Das können wir auch zusammen machen natürlich. Aber da will ich unbedingt mal hin. Alleine fahren heißt alleine fahren und nicht zusammenfahren. Naja, ich meine ja nur, du hast ja auch Freunde in Hessen und dann kann man sich da arrangieren. So meine ich das jetzt. Mhm. Mach mal die Tour. Ja, da musst du mir noch vieles erklären. Ne? Da müssen wir mal eine richtige Einweisung machen und erklären, wie was funktioniert. Ich muss mir auch mal alles aufschreiben, was ich wissen muss. Und ja, dann mache ich das auch mal. Ja, dafür ist ich trau, also mit dem Auto traue ich mich auch alleine zu dafür fahren. Dafür haben wir das Auto gekauft. Aber ich muss auch ein bisschen üben. Also ich muss mal schon alleine tanken fahren. Ja, mach dann. Na, danke schön. Das wirst du mir mal vielleicht zeigen, wie das geht. Deckel auf, Heißwasser drauf. Ja, ja, ja. Ich muss ja jetzt erstmal links ranfahren an der Säule und nicht wie die mit den anderen beiden Autos rechts. Ach Gott. Na? Ist nicht so schlimm. Und das Ding aufmachen da und dass ich nicht falsch noch in den Blue, was weiß ich, tralala. Das geht nicht. Ach, das geht nicht. Das geht nicht. Das kriegst du beim besten Willen nicht da rein. Naja, also komm, wir haben zwei Kumpels, die wir in Norwegen kennengelernt haben und der eine davon hat es geschafft, in sein niegelnagelneues Wohnmobil, anstatt, was hat er? Ja, ich glaube, er hat Benzin getankt statt Diesel. Nein, der hat doch anstatt in den Ach nee, der Wassertank. Hat den, ja, der hat Diesel in den Wassertank gemacht. Ja. Oha. Da haben wir gebrüllt, oder? Jo, das war... Also, es geht alles. Von daher... Naja, das geht. Aber du kannst diesen Dieselhahn nicht in diesen... Ja. Das geht nicht. Okay, aber trotzdem. Also, ich will dann nochmal eine richtige, gute Einweisung haben, wie man was machen muss. Und probieren, dafür wäre zum Beispiel so eine Tour zu meiner Freundin... Die wäre da endlich gut, weil wenn irgendwas ist, stehe ich bei der vor der Tür und... Schrei um Hilfe. Genau. Ja, wir wollen mit euch mal heute noch mal so ein bisschen plaudern, wie das bei uns überhaupt mit Wohnmobil angefangen hat. Also, mein Mann war nicht zu überzeugen von Wohnmobilurlaub. Ich musste 8 ganze Jahre kämpfen. Bis er irgendwann mal gesagt hat, okay, wir machen das mal. Weil Michael, muss man auch dazu sagen, der hatte immer sehr viel Touren zu fahren, also immer sehr viel Autofahrerei und hatte natürlich auch keine Lust, dann im Urlaub nochmal Auto zu fahren, was man ja auch verstehen kann. Und ich wiederum war aber so, ich wollte immer in meinem Leben mal in so einem, also für mich war, ich habe immer, wenn ich Wohnmobile gesehen habe, oh, da war ich neidisch und wollte reingucken, wie das da drinnen aussieht und wie die leben. Und ich war als Kind schon so, ich wollte unbedingt, ja, wenn so ein Rummelplatz war oder Zirkus und ich wollte mal in so einen Zirkus, also in so einen Wohnwagen rein und fand das toll, wie die leben und von da nach da, das war mein Traum, schon von klein auf. Und dann haben wir ja, dann hat er sich endlich breitschlagen lassen sozusagen und dann sind wir bei uns da in Hessen in das Nachbardorf gefahren und haben uns da ein paar Wohnmobile angeguckt und da war unter anderem ein Knaus, unser erstes Wohnmobil, ein Knaus Skywave und da haben wir uns den angeguckt und dann hat er gesagt, okay, das machen wir mal und dann haben wir das gebucht und dann haben wir auch gleich Norwegen gemacht, die erste Tour 2012 und dann hat uns das
vom Sockel gehauen, eigentlich sozusagen, ne, kann man sagen. Es war so ein schön, also ist so ein schönes Land und wir haben einen so schönen Urlaub gehabt, ne? Ja. War wirklich toll. Und man glaubt es nicht, ich habe 8 Jahre lang gekämpft, um einen Wohnmobilurlaub zu bekommen und wir sind seit dieser Zeit, das sind jetzt 9 Jahre, nicht einen anderen Urlaub haben wir mehr gemacht. Nuller Wohnmobilurlaub. Also die ersten 6 Jahre mit geliehenen und dann haben wir uns ja Pico gekauft und jetzt halt das. Also man muss die Männer einfach manchmal draufheben auf den Thron. Sonst kapieren die das nicht. Ach was. Und dann sind wir zurückgefahren. Ach, das vergesse ich auch nicht, liebe Leute. Dann sind wir zurückgefahren. Ach Gott, ich vergesse das nie. Aus Norwegen zurück. Und ich habe nur geheult. Da sind wir noch in Thüringen, wisst ihr noch, wo wir Zwischenstationen gemacht haben, an dem See. Bei Eisenach oder, nee, wo war denn das? Bei wo ist dieses Buchenwald? Da sind wir doch an so einem See, wisst ihr noch, da haben wir die letzten Abend verbracht und sind essen gegangen. Und, oh, ich hatte so einen Kloß im Hals. Ich hatte Herzschmerzen. Oh Gott, das war furchtbar. Nee. Also das Wohnmobil abzugeben war schrecklich. Dann sind wir hingefahren zu denen und dann haben wir das abgeben müssen und ich habe da gestanden und habe geheult. Hm. Und da sagte die Inhaberin, wie hießen die eigentlich? Alberts. Sagte, ach Mensch, hat sie dann gesagt, ne? Ich habe geheult. Ich habe so geheult, ey, das war so schlimm für mich, dieses Wohnmobil abzugeben. Also schrecklich. Naja, und dann haben wir nächstes Jahr, das Jahr drauf gleich wieder und sind nochmal nach Norwegen und da sind wir dann das erste Mal auf die Lofoten 2013. Na, da war es ganz aus. Also das war noch viel schöner als Mittelnorwegen. Ja, da gab es keinen anderen Urlaub mehr. Wir haben nur noch Wohnmobilurlaub gemacht. So hat das angefangen bei uns. Also ich musste echt ackern. Wirklich ackern. Viel ackern. Aber es hat sich gelohnt. Bleibt dran, ihr Frauen. Manchmal lohnt sich's. Es gibt auch noch andere Arten, Urlaub zu machen. Ja, ich weiß. Bootfahren. Zum Beispiel. Michael, sein Traum. Bootfahren. Ja, das ist für mich immer so... Ich kann mich damit auch anfreunden, aber beim Bootfahren, was nicht so ganz so meins beim Bootfahren ist, ist, dass es eben sehr tuckelig ist und dann irgendwann, wenn man länger unterwegs ist, also dann wird es für wenn mich... Wenn du das richtige Boot hast, ist es auch nicht tuckelig. Dann geht's auch ab. Wenn du das richtige Boot haben willst, dann musst du aber auch das richtige Geld dafür haben. So ist das halt nun mal. Ja. Und beim Bootfahren ist es ja auch so, dass es eben wesentlich teurer. Ne? Du musst halt eben Liegeplatz bezahlen, du musst, wenn du in den Hafen reinfährst und willst da übernachten, musst du bezahlen. Naja, wenn du auf dem Campingplatz fährst, musst du auch bezahlen. Also geschenkt haben wir bis jetzt auch noch nichts gekriegt. Nein, natürlich nicht, aber du und musst ja du auch... wenn du mit deinem Boot unterwegs irgendwo angehörst, kostet es auch keinen Pfennig. Ja, und aber du musst ja auch irgendwo, wenn du ein Boot hast, da brauchst du einen Liegeplatz. Und du musst es rausholen und du musst es pflegen und hegen. Ja, das musst du kostet Geld. Ja, also ja. Und der Liegeplatz, wo man liegt im Jahr? Na klar, kostet Geld. Kostet richtig Geld. Das ist der Unterschied. Alles, was Spaß macht, kostet Geld. Das ist so. Also ich könnte mich mit Bootfahren auch gut anfreunden, muss ich wirklich sagen. Also ich fahre gerne, bin auch gerne auf dem Wasser. Wasser hat eh was Beruhigendes und je älter ich werde, zieht mich das immer mehr zum Wasser. Das ist gar keine Frage, aber es ist halt eben nochmal eine andere Preisklasse und das Einzige, wie gesagt, wenn man dann eben viel langsam durch die Gegend tuckelt, dann wird es für mich irgendwann langweilig, weil ich bin ja so ein, ja, ich bin so ein impulsiver Mensch und ich will viel erleben und sehen und machen und tun und das hast du halt beim Wohnmobil, da hast du halt, du kannst viel mehr bereisen, also viel mehr Flächen bereisen als mit dem Boot. Aber man kann beides auch gut verbinden. Was aber nichts damit zu tun hat, ob du einen schönen Urlaub hast oder nicht. Nö, das habe ich ja nicht gesagt. Nur, dass du Entfernungen fährst, heißt ja noch lange nicht, dass der Urlaub gut ist. Ich sagte ja gerade, aber ich bin ja so, ich will viel sehen und will auch mal was erleben. Und ich will nicht nur auf dem Wasser sitzen und tuck, 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 tuck durch die Gegend fahren und rechts und links gucken, sondern ich will auch mal raus und in die Natur und da, das siehst du ja alles nicht. Mein erstes Boot hat nicht tuck, 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 tuck gemacht. Sondern? Das war wohl ein kleines. Ja,
Und? Hat gereicht. Aber ging ab wie Schmitzkatze. Würden wir aber für unser Leben jetzt heute nicht mehr, würde das nicht mehr ausreichen? Nein, natürlich nicht. Weil man möchte ja dann auch ein bisschen drauf leben. Ja. Tja. Da schauen wir auch nochmal, was es da so gibt. Und man sich mal ein bisschen auseinandersetzen, was es so gibt. Hm. Wir haben jetzt die Hakengeschosse aufgefahren. Nachher machen wir. Jetzt haben wir die harten Geschosse aufgefahren, weil irgendwann müssen die auch mal angefangen werden. Das habe ich meinem lieben Mann zu Weihnachten geschenkt. Das ist ein Whisky, der in Deutschland hergestellt wird, ne? Aus dem Harz. Aus dem Harz, genau. Und früher hieß der anders? Glen Ells. Genau, und dann durften die sich irgendwie nicht mehr so nennen oder so, weil wegen dem Namen Glen oder so, ne? Und der heißt jetzt... Ich mache keine Werbung, also das ist gekauft, Weihnachtsgeschenk, Ember. Und das ist, ich habe den schon mal also probiert, ein ganz feiner, milder, guter Whisky. Und dann haben wir noch zur Auswahl Don Papa. Und das ist ein, den haben wir, also ein sehr teurer, guter Rum. Ja. Hat Michael zu seinem 60. Geschenk gekriegt. Aber wir werden nicht mischen und wir haben uns jetzt für den Whisky entschieden. Ne? Mischen, das geht nicht mehr. Nee. Das ist zu viel des Guten. Also jetzt probieren wir den mal. Du hast noch gar nicht probiert, oder? Das erste Mal jetzt, oder? Ich habe den vorher probiert. Du nicht, ne? Bin mal gespannt. Das geht so Glen Ells. Frei, ne? Ja. Der brennt halt nicht. Nee. Der tut nicht weh. Nee. Angenehm. Ja. Zur Feier des Tages heute kann man sich sowas mal gönnen. Ja. Nee, der ist wirklich lecker. Und dazu gleich noch ein schönes Ferrero-Küsschen. Mmh. Oh. Mmh. Vollzüglich. Ah, und am Morgen ist Diät. Du bist gemein. Ey, das ist fies. Echt wirklich. Da hättest du heute mal schenken können. Dann nehme ich das zurück. Das sagt einer, der nicht auf die Rippen kriegt. Tja, nun, der eine so. Und ich brauch's nur angucken und hab den dann gleich das, was er gegessen hat, habe ich gleich noch mit drauf. Der eine so, der andere so. Was hat er letztens im Himmel gesagt? Habe ich Medizin mal verschluckt hätte. Es hatte den Anschein, ja. Das bestätigt er auch noch. Das ist ja wohl der Gipfel, oder? Kann ich sehr so ein Waschbrett sein wie du? Ich bin kein Waschbrett. Ne? Ne. Was denn dann? Normal. Nee, das bist du nicht. Naja, also du isst auch sehr verhalten. Ich esse normal. Ich esse auch normal. Für mich ist das, was ich esse, auch normal. Der eine sagt so, der andere sagt genau, so. Genau. So ist es. Wir wollen es auch nicht weiter vertiefen. Ich habe lange genug gehungert. Nein, ich würde jetzt nicht sagen gehungert. Ich habe jetzt gerade überlegt, wie man das sagt in der DDR, wo es nichts gab. Wir hatten ja nichts. Keine Schokolade, kein Joghurt. Wenn ich daran denke, wie wir uns über einen Joghurt... Keine Bananen. Ja. Na gut, das wollen wir jetzt nicht, aber das hasse ich. Ja. Aber auch Joghurt, wenn ich mir überlege, wenn unsere Westverwandten kamen und wie wir uns über so einen Joghurt, ich vergesse nie Heidelbeerjoghurt, ich vergesse nie diesen Geschmack eines Heidelbeerjoghurts. Und keiner hat sich an den letzten Joghurt rangetraut, weil wir wussten genau, wenn der gegessen ist, für die nächsten 2 Jahre gibt es nichts. So. Aber besser wird er auch nicht, wenn er das. Ja, ist aber schlecht geworden.
Der letzte Joghurt ist immer schlecht geworden, den haben wir am Essen weggeschmissen. Keiner hat sich an diesen letzten Joghurt rangetraut. Oder so ein Stück Schokolade, Milka-Schokolade, vergesse ich auch nicht. So ein Riegel, also es sind glaube ich 4 Kästchen, meine ich, 4 oder 5, ich glaube 4. 4 Kästchen, eine Tafel Schokolade hat einen ganzen Monat gereicht. Siehst du? So ging es auch. Ja, so ging es auch. Und der Duft der großen weiten Welt, wenn diese Westpaketchen ankamen oder Pakete ankamen. Wie das gerungen hat und geduftet hat und wie man das gewertschätzt hat. Heute, da gehst du in den Supermarkt, die Regale sind voll, du weißt gar nicht, was du zuerst kaufen sollst. Findest du ja nichts. Also ich finde immer nichts. Ich weiß nicht, wo ich da hin muss. Ja, weil du nie einkaufen gehst. Ach, geh fort. Und damals ist das so, also du hast das so, ich weiß auch nicht, also du hast das so gewertschätzt, so, weiß ich auch nicht, so ein Stück Schokolade war halt was Besonderes. Aber das ist für mich heute noch. Auch wenn ich jeden Tag einen Riegel esse, was ich ja früher nicht hatte. Oder auch 2. Naja, gut, aber dann ist auch wirklich Grenze. So viel esse ich ja jetzt auch nicht an Schokolade. Aber ich weiß es heute noch. Ich bin heute noch ein Schokoladenfreak. Also ich brauche nicht unbedingt so viel Süßes wie Kuchen oder so, aber Schokolade. Oh, dieser Geschmack von Schokolade, das ist schon für mich sehr verführerisch. Und das hat auch was mit Erinnerung zu tun, muss ich ehrlich sagen. Das ist so, wirklich. Ja. Vergesse ich nie. Ich vergesse das nie, wie ein Stück Westschokolade geschmeckt hat. Und mir schmeckt es heute noch. Mir schmeckt heute noch eine Milka-Schokolade. Ich esse das gerne. So. So, ihr Lieben, jetzt haben wir hier schön gesüffelt und getrunken und geplaudert. Wir wollten einfach mal so ein bisschen mit euch plaudern, ohne Konzept, ohne alles. Und ja, jetzt sitzen wir hier noch ein bisschen und lassen den Abend ausklingen. Freuen uns, dass wir wieder ein Jahr geschafft haben. Jetzt geht's ins Neue und hoffen, dass wir nächstes Jahr auch wieder gesund hier sitzen. Das ist das Allerwichtigste. Ne? Na klar. Na klar. Also, gute Nacht, bis bald. Ja, und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Ciao.